vergrößern, verkleinern. Die Washington Capitals in Weiß stehen im Finale um den Stanley Cup. Urheberrecht Getty Image. Steinbietende Mail-Kommentare. Die Washington Capitals stehen im Finale der NHL Playoffs. Im siebten Spiel lassen sie den Tampa Bay Lightning keine Chance. Der Keeper wird zum Matchwinner. Die Washington Capitals greifen in der NHL zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder nach dem Stanley Cup. Ohne ihren deutschen Torhüter Philipp Grubauer gewannen die Caps das entscheidende siebte Spiel der Playoff-Serie bei den Tampa Bay Lightning mit 4:0. Sie treffen im Finale auf das Überraschungsteam Vegas Golden Knights. Beim zweiten Sieg nacheinander schoss der russische Superstar Alexander Ovechkin seine Mannschaft nach nur 62 Sekunden in Führung, die Matchwinner aber waren andere. Zum einen Andre Burakovsky, der zwei Tore markierte, und zum anderen Schlussmann Braden Holtby, der bei seinem zweiten Shutout in Folge 29 Schüsse parierte. Wir sind überglücklich, aber noch lange nicht fertig. Wir mussten lange auf diesen Moment warten, sagte Ovechkin. Zuletzt hatte Washington 1998 die Finalserie erreicht. Damals ließen die Detroit Red Wings den Caps beim 4:0 aber nicht den Hauch einer Chance. Alle Ergebnisse der NHL Playoffs, Knights als Liga-Neuling im Finale, die Serie gegen Vegas, die am Montag beginnen wird, verspricht große Spannung. Der Club aus der Glücksspielmetropole ist der erste Liga-Neuling seit den St. Louis Blues 1967-68, der gleich in seiner ersten Saison die Finalserie erreicht. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und das Finale zu spielen, sagte Ovechkin. Die Stadt Washington wartet seit langer Zeit auf einen Titel. Das NFL-Team der Redskins hatte 1992 den Super Bowl gewonnen und der Stadt damit den bislang letzten Erfolg beschert. Punkt. Teilend wie Terne Mail-Kommentare.